Surreal und gespenstisch, so nennt Kanzlerin Merkel die Lage bei ihrem Besuch in den Flutgebieten. Die Zahl der Toten steigt weiter auf inzwischen 159. Und noch mehr Regen. Im Berchtesgadener Land in Bayern gilt der Katastrophenfall. Hänge rutschen ab, Flüsse treten über die Ufer. Ein Zeichen des Klimawandels? Im ZDF-Sommerinterview sieht AfD-Chef Jörg Meuthen keinen klaren Zusammenhang. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Noch mehr Tote, viele Verletzte, zum Teil weder Strom noch Telefon. Die Lage in den Flutgebieten bleibt katastrophal. Und das Wetter bleibt auch erstmal so. Das war's von uns zum letzten Mal aus diesem Studio. Ab morgen in neuem Design. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei der Premiere dabei sind. Hier geht's jetzt weiter mit dem ZDF-Spezial. Ihnen alles Gute und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.